Guten Morgen. Wir sind in Delhi angekommen, heute Morgen mit dem Zug. Relativ früh eigentlich, die Zugfahrt war kalt. Boah, wirklich kalt, Alter. Also es ist dann doch Winter. So, ich habe jetzt auch ein Hemdchen an und so. Also es ist angenehm warm so, also so 20 Grad immer. Ist eigentlich geil, wenn man vor allem in großen Städten ist, finde ich. Also besser als 40 Grad und schwitzen. Aber heute Nacht war es super kalt. Richtig heftig. Aber dafür wird heute ein richtig spannender Tag. Wir müssen nämlich ein paar Sachen noch erledigen, bevor wir nach Rajasthan weiterfahren. Und da ist eine richtig geile Sache bei und da gehen wir jetzt auch hin. Und seid gespannt, ich freue mich mega. Ja, also heute geht's durch Delhi und ein paar Sachen organisieren. Richtig. Seid gespannt. Übrigens sind wir in diesem mega Local Guesthouse, nenne ich es einfach mal. Das ist super witzig. Der Typ da hinten hat uns gerade eine halbe Stunde erklärt, wie wir richtig unsere Sachen ausfüllen für ein Passport und sowas. Und dann ist hier das Zimmer von der Mama. Die regelt hier alles, okay? Das ist die Mama, das ist ihr Guesthouse. Richtig lustig. Und es ist. Oh. Wow. Cut. Licht. So, also es ist super günstig. Wir bezahlen 450 die Nacht wieder. Richtig chillig. Hast du eine kleine Dachterrasse da und es ist wirklich. Ja, es ist cool. Das ist ein Guesthouse. Ich liebe das. Weil man ist irgendwie, man hat so, man ist nicht in einem Hotel, sondern man ist ja mitten bei der Familie so. Das ist ein cooles Feeling. Und ja, jetzt geht's los. Auf zu Delhi und bis gleich. Of course. Okay. And we're not sure if it's the Bullet or the other 500 ones. Are you required 500cc? 500cc, okay. Yeah, that's the goal. See, 500cc, two categories we are having. Yeah. One is 500cc, which is small. I must have sent you all yeah, this yeah, in the yeah, format. Yeah, yeah. And other is Bullet. Yeah, I know. So it's your choice. Yeah, I wanted to decide by eye. So yes, yes, C, you want to and see. Then, okay. And then fine, I decide. Fine. I'll show you. Just wait for few minutes. Yeah. Mechanic will come and we'll show you. Okay. Okay. Yeah. Wie soll ich jetzt einen Testfahrt machen? Ich sterbe bei dem Verkehr. Das ist jetzt die neue, die fettere, die ist ein bisschen teurer. Also wir haben beide 500cc, aber ja, das ist so das neue Modell, ich glaube es ist dieses Jahr rausgekommen. Das heißt Bullet, Bullet finde ich einen geilen Namen. Boah, es ist so krass, es vibriert so heftig. Du wirst es lieben. Es ist so. War es schwer? Nee, es ist easy. Merkt man, dass sie so schwer ist? Nee, überhaupt nicht. Wenn sie kippt, irgendwann bestimmt, aber sonst ist das Gewicht ja zentral. Von einem Hund gebissen. Jetzt fahren wir ins Krankenhaus. Das fuckt mich ab. Also ich glaube es ist nichts, weil es blutet nicht. Aber ich habe keinen Bock auf. Wie heißt es? Tollwut.
bin natürlich noch nicht geimpft. Müssen wir dann jetzt nachholen. Im schlimmsten Falle. Aber ja, ich wurde von einem Hund gebissen ohne Grund. Und ich hab's auf Video. Gott sei Dank. Fuck. Ich hoffe, das bringt mir 2 Millionen Klicks auf YouTube. So. Das ging jetzt schnell. 10 Minuten gedauert. Die fertigen die Hundebissopfer da einfach ab. Die hat doch gar nicht gefragt, ob ich schon geimpft bin oder so. Hundebiss, alles klar. Kauf das, mach das. Boom, hat zwei Spitzen reingepackt. Und jetzt muss ich noch viermal innerhalb der nächsten 20 Tage zum Impfen. Keine Ahnung, was das ist. Ja, ich lese das auf jeden Fall nochmal nach. Richtig behindert. Hat jetzt schon Bau gekostet. Fuck mich ab. Indien, wir lieben dich. Ich weiß auch nicht, vor allem, das ist an der Stelle passiert. Die einzige Stelle an meinem Bein, die frei ist, Alter, da ist dieser scheiß Ding rein. Ich wurde schon von manchen Leuten für diesen Style kritisiert, dass ich die Hose so hochkrempel. Das ist wahrscheinlich Karma. Also ich bin da noch zu stylisch. Ja, richtige Scheiße. Ja, shit happens, anscheinend. Naja. So. Wir haben die Motorradsachen geklärt, wir holen das morgen ab. Wir müssen jetzt nur noch Geld besorgen, weil wir muss ja natürlich eine Kaution hinterlegen und das Bike bezahlen. Kreditkarte geht wahrscheinlich nicht hin und her. Also müssen wir noch ein bisschen an ATMs heute. Bisschen nervig, aber so ist es halt gerade. Und jetzt sind wir gerade hier auf dem Bazar, weil wir noch ein paar zumindest so warme Sachen brauchen. Ansonsten machen die mir einen neuen Auspuff dran, weil ich meinte, die Bullet, die teurere, ist geiler. Vom Sound her und so, aber die ist teurer. Und da meinte er, okay, ich kann dir die andere geben, mach dir den anderen den Kopf dran. Klingt da genau wie ja, richtig fett und die Maschinen vibrieren so heftig. Das ist so geil. Und ja, das mit dem Hund ist ein bisschen scheiße gelaufen. Ich hoffe, die Impfungen hauen nicht zu sehr rein. Und dann geht's morgen, wenn wir das Bike haben, übermorgen fahren wir ganz früh los. Richtig nice. Und jetzt gehen wir noch ein bisschen über den Bazar, mal gucken, was wir finden. Da beschwert sich noch mal einer in Deutschland darüber, dass die Stadt so voll ist heute. Wir haben hier einen Wühltisch gefunden für Jacken. Das Geile ist, guck mal, man steht hier auf dem Bazar in Indien, okay? Und die schreiben überall ran, dass Fixed Prices. Was ist das denn für eine Welt? Haben auch keinen Bock mehr auf Handeln anscheinend. Meinst du es ernst? Ja! Wirklich? Ja, es fällt ab! Kann man das abmachen? Ja! Das ist ja geil, ich hätte nie gedacht, dass du das geil findest. Ja, ich behalte die mal im Auge. Also ich kaufe die auf jeden Fall. Ja, aber wir müssen die uns vielleicht ab und zu mal teilen. Ja, nee, wir können ja noch weiter gucken. Ja, die finde ich auch nur wenn, cool. Dafür würdest du in Berlin auf dem Hipstermarkt 20 Euro bezahlen. Ich weiß, ja. Deswegen. Mal gucken, ob wir es noch finden, aber ich finde es geil, dass es so schnell ging. Was ich mir immer denke, warum fährt man hier mit dem Auto durch? Warum nimmt man nicht so ein, zwei Straßen weiter rechts oder so? Das würde mich ja so abfangen. Du kannst ja einfach gar nicht fahren, die sind so viele Menschen, Alter. Aber manche müssen anscheinend hier lang. So, ich hoffe, wir finden bald eine neue Jacke, noch eine zweite Jacke, weil ich habe keinen mehr. Eine Ewigkeit später. Da ich das Gefühl habe, dass viele von euch durch dieses ohne Geld in Indien Video zu uns gekommen sind oder den Kanal überhaupt entdeckt haben, dachte ich, zeige ich mal, die Situation ist noch immer so. Also es ist besser und es gibt immer Geld und in den kleinen Städten hatten wir auch kürzere Schlangen. Aber ja, manchmal muss man immer noch eine halbe Stunde oder eine Stunde am Automaten anstellen, um dann zu wenig Geld abheben zu können. Also 2000. Normal sind 10. Und wir müssen es dann für die Kaution fürs Bike machen. Aber es lohnt sich am Ende. Ah ja, es ist immer noch gleich. Und nächster Tag gleiche Situation. Also zweiter Tag in Delhi. Wir probieren noch Geld zu bekommen für das Motorrad. Und eigentlich läuft es auch ganz gut. Kleiner Tipp, habt immer eine Frau dabei. Oder versucht einen auf Tourist zu machen. Also ihr seid Tourist, ihr kennt es auch, aber versucht darauf zu bestehen, dass ihr vorkommt, sozusagen. Also die machen es meistens automatisch und
keine Ahnung, ich muss sagen, mir ist auch mega unangenehm, weil man stellt sich immer mit so einem unwohlen Gefühl da in die Schlange und dann so, ja, kriegt man hier Geld? Gibt es hier eine Frauenschlange, was es meistens gibt? Und können wir vor so, also ich komme mir ehrlich gesagt ein bisschen dumm vor, mir ist das unangenehm. Und ich werde auch den, das ist nicht allen recht, die in der Schlange stehen, aber ja, wir haben halt Not und keine Ahnung, wir haben am ersten Autobahn übertrieben viel Geld bekommen, am zweiten ein bisschen. Und jetzt können wir gar nichts mehr abheben, also wir könnten werden doppelt so viel am Ende, wenn das noch funktionieren würde. Aber anscheinend haben wir irgendwann die Limits der Karten erreicht, ich weiß es nicht. Naja, wir haben jetzt genug, um das Motorrad zu bezahlen und die Kaution, also eigentlich ganz geil. Auf jeden Fall holen wir jetzt das Bike ab. Los geht's! Los geht's! Ich liebe das Licht. Boah, also richtig edelig, das wird so Spaß machen und das Teil vibriert so krass. Ihr habt ja gestern schon gehört. Also, erste Tour, Elle, bist du aufgeregt? Ich bin aufgeregt. Ich bin ganz zerstrubbelt vom Helm. Los geht's. Mutti, ich liebe dich. Okay, ich probiere jetzt mal Kickstarter, um es sich anzumachen. Ich bin zu schwach. Dass sie das hier machen, wenn sie will. Man braucht so eine, keine Ahnung was und wie. Und wie oft. Wir müssen es machen, ist abgelaufen. Aber interessant, dass wir das kontrollieren. Wahrscheinlich nicht so streng wie in Deutschland. Aber ja, voll gut. Gute Sache. Das müssen wir jetzt auch kurz machen, es kostet 1 Euro. Und dann checken wir mal, wie wir das Gepäck auf unserer Bike organisieren. Und dann würde ich sagen, geht's morgen los. Dann schauen wir, es wird besser vom Verkehr her. Licht an. So Leute, leucht mal auf mich. Oh, Licht aus. Also wir haben es jetzt geschafft, wir haben das Motorrad geparkt, nach Hause gebracht und auch schon equipped, um mal zu checken, ob alles drauf passt. Und schaut euch das Ergebnis an. Ich weiß gar nicht, ob man es sieht, da ist ein Rucksack. Mal von der Seite. Oh. Hinten drauf. Und hier links. Hallo. Spaß. Da ist noch leer. Und da werden wir Handgepäck und ein bisschen Werkzeug, was wir noch haben, reinpacken. Also wir sind ganz zufrieden. Wir haben jetzt noch ein bisschen an Breite gewonnen, aber relativ wenig. Und ich habe schon gesagt, so ein kleiner Puffer. So. Wir wissen, okay, wenn es den Rucksack scratcht, dann ist es zu spät. Oder dann ist es fast zu spät. Und ja, ich bin ziemlich heiß auf morgen. Ich bin echt gespannt auf die Straßen und alles und auf die Landschaft. Ich habe gar keine Ahnung, was uns erwartet, wie immer. Außer Kamele, Wüste, Elefanten, würde ich sagen, so ungefähr. Und hoffentlich ganz coole Straßen. Und ja, ich hoffe, das Video war nicht nur was für Motorradfreaks. Ich bin in dem Fall einer und die Maschine ist auch so fett. Willst du mitkommen? Ich komme mit. Ja, okay. Ja. Wir haben alles zusammen. Morgen geht's los. Wir fahren so 2 Wochen mit Radlistan. Seid gespannt. Es wird auf jeden Fall fett. Bestimmt. Bis wir dahin. Wir sind nicht ziemlich fett. Jedenfalls. Peace. Ciao. Enfield, go. Nickel.